Herzlich willkommen zum Kampf gegen Pinguin. Ich bin schon durch die Tür gegangen. Ich muss diese Leute retten. Wo wir jetzt natürlich nicht mehr raus können, weil wir die Leute retten müssen, wie er schon sagt. Und wir sind hier jetzt gerade immer noch da, wo wir vorher waren. Mach mich hier los! Nur, dass er wieder mit seiner blöden Waffe schießt und wir diesmal den Schwachpunkt von ihr kennen. Ja. Sei noch glücklich, solange du sie benutzen kannst, lieber Pinguin. Der die Waffe von Freeze geklaut hat. Dem sie aber gleich auch nichts mehr nützt. Und zwar genau jetzt. Freeze Unterbrecher funktioniert auf diese Entfernung nicht. So. Oh. Pinguin, du armer Kleiner. Du bist erledigt, Cobblepot. Nein, entschuldige, bitte tu mir nicht weh. Ich kann für nichts garantieren. Ich auch nicht. Ich wollte dir helfen, Batman. Ich hab dir die Gelegenheit gegeben, von hier abzuhauen. Aber nein, du musstest ja den starken Mann markieren. Aber weißt du was? Von hier oben siehst du ganz schön mickrig aus. Oh, nicht traurig sein. Ich hab eine kleine Überraschung für dich da unten. Geborener Montag, vergiss das nie! Getauft am Dienstag! Heirat am Mittwoch, ein Tag, den ich mag! Hab ihn da unten gefunden, als ich das hier gekauft hab! Sehr praktisch! Solomon Grundy. Eisbergraum. So. Jetzt müssen wir hier nämlich... Oh. Müssen wir hier nämlich unser... Ja, genau. Wow. Müssen wir hier nämlich diese Dinger hier kaputt machen, solange sie offen sind. Oh. Ohne dass wir halt von Solomon Grundy natürlich getroffen werden. Oh Mann, der hat's drauf. Ich kann den auch nicht leiden. Aber egal. Welchen Endgegner kann man schon leiden? Du wirst dich wundern, Pinguin. Ich besiege die Bestie. Jetzt geben wir es ihm. Mal sehen, wie viel dieser hässliche Schweinehund einstecken kann. Er belebt ihn wieder. Er belebt ihn wieder und er brennt. Das hat Nein. Weh getan, nicht wahr? Zum Glück ist dieser Knabe unsterblich. Ach du Scheiße. Okay, jetzt sind sie nur noch kurz auf. Oh, nein, keine gute Idee. Aua. Jetzt sind sie nur noch kurz auf und wir müssen den richtigen Zeitpunkt erfassen. Also es ist eigentlich immer das Gleiche, nur dass der halt immer härter wird. Was ein bisschen ankotzt, aber... Oh, fuck, Mann, ich habe absolut keine Chance gegen den. Hier muss man einfach so viel machen.
Scheiße, hat nichts gebracht. Oh, oh. Oh, scheiße. Okay, ducken. Ah, schade. Nein. Ey, hier muss man sich richtig konzentrieren. Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es so schwer war. Na, endlich. Noch einer, komm. Hilfe. Okay, er hat uns nicht erwischt. Scheiße, aber jetzt schon. Nein, 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 hör auf, hör auf. Au. Ja, und jetzt komm. Das muss doch endlich genug sein. Stirb. Was hast du getan, du Kleiner? Du kannst ihn nicht töten. Das geht nicht. Doch, es geht. Erledige Krundy. Wer hätte damit gerechnet? Du kannst den Bastard nicht töten. Nein! Nein! Befrei dich, Batman! Komm schon! Befrei dich! Batman! Was jetzt? Ach so, wieder dieses Spiel. Nur, dass er diesmal Schockwellen auf uns... auf uns wirft, kann man jetzt schlecht sagen. Scheiße, Mann. Der Kampf ist einfach so schwierig, weil man sich echt auf alles konzentrieren muss. Diese Sachen sind Antiquitäten. Lass sie in Ruhe. Okay, einmal. Einmal hätten wir schon mal... Oh, jetzt kommen noch die Ratten oder was es sein sollen. Oh, Mann, ey. Ich werde dauerhaft getötet... gehittet. Aber wirklich dauerhaft. Komm schon, noch ein. Sorry Leute, dass ich gerade so ein bisschen in Rätseln spreche und nicht wirklich, aber ich muss mich hier gerade konzentrieren. Denn die Bestie muss sterben. Und ich kann ihn töten. Wir sind immer ein Batman. Jetzt gib alles. Stirb. Missgeburt. Hey, der Hölle. Nur noch du und ich. Fledermaus gegen Vögelchen. Soll mir recht sein. Er kann natürlich wieder nur mit seinen blöden Raketen da kommen. Aber was soll's. So, und jetzt stirb, Pinguin. Nennen wir es doch ganz altmodisch. Rache. Waren das nicht deine Worte? Wo ist Cobblepot? Oh, sowas. Wen haben wir denn da, Mr. Freer? Es reicht. Freeze, es reicht. Ja, natürlich. Das, was du getan hast, bereuen. Hast du gehört, Cobblepot? Das Heilmittel, Freeze. Es gibt keins. Was? Lass es mich erklären. Es war leicht, ein Heilmittel für die Krankheit des Clowns zu erschaffen. Bedauerlicherweise zerfällt dieses Heilmittel zu schnell. Es benötigt einen stabilisierenden Bestandteil, irgendein verbessertes Enzym. Ohne das zerfällt es, bevor es seinem Wirt helfen kann. Ich habe das da schon mal gesehen. Die Suche nach einem geeigneten Enzym wäre nicht das einzige Problem. Es müsste angepasst werden, und zwar an die menschliche DNS. So etwas dauert Jahrzehnte, eine Zeitspanne, die dir sicher nicht zur Verfügung steht. Was ist, wenn ich dir sage, dass es einen Mann gibt, der diesem Enzym seit Jahrhunderten ausgesetzt ist? Wer ist dieser Mann?
Sein Name ist Ra's al Ghul. Bring ihn zu mir. Ich brauche eine Blutprobe von ihm. Es ist deine einzige Hoffnung. Ra's al Ghul ist tot. Dann sind der Clown und du dem Untergang geweiht. Nicht zwingend. Es muss mir nur jemand sagen, wo sein Körper ist. Dann kann ich zu ihm und ihn aufwecken. Ketzer! Du bist es nicht würdig, Ra's al Ghuls Namen auszusprechen. Du bist ein Narr, Batman. Du hast deine letzte Hoffnung entkommen lassen. Nein, Victor. Wenn Ra's al Ghul in Arkham ist, habe ich nun eine Spur, die zu ihm führt. Solomon Grundy. Charakterbiografie. Richtiger Name Sirius Gold. Beruf keine Angaben. Standort Slaughter Swamp. Augenfarbe grau. Haarfarbe grau. Größe variiert. Gewicht variiert. Erstmals erschien All American Comics Nummer 61, Oktober 1944. So, hier könnt ihr euch den Shit durchlesen. Über dieses Biest. Neue Ausrüstungsverbesserung verfügbar. Machen wir sofort. Und unsere nächste Aufgabe ist, finde Ra's al Ghul und besorge irgend so ein Enzym. Scanne das Blut der Assassinen, um eine forensische Spur zu erzeugen und ihr zu folgen. Ja. Aber jetzt erstmal den kugelsicheren Panzer ein bisschen erhöhen. So, und Mr. Freeze hat uns die ganze Zeit angelogen. Dafür sollte er gerade mal ein paar Schläge bekommen, was aber leider nicht geht. Weil es gibt gar kein Heilmittel, zumindest noch nicht. Wir hoffen natürlich, dass wir Ra's al Ghul so schnell wie möglich finden, um nicht selbst dem Untergang geweiht zu sein und so wie ganz Gotham City. Deshalb verfolgen wir im nächsten Part die Blutspur der Assassinen, die hier drin war. Und wohl irgendwas mit ihm zu tun hat. Ich freue mich drauf. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Würde mich freuen und mich unterstützen. Und bis zum nächsten Mal. Bei Batman Arkham City.